Hi, ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe mir für dieses Video was ganz Besonderes überlegt. Ich hatte mal wieder Bock auf so eine kleine Herausforderung. Und zwar ist das so, dass ich auf Instagram vielen Personen folge, die mich irgendwie inspirieren. Und eine Person davon ist Yannick Schümann. Das ist ein ganz großartiger Schauspieler, der ganz tolle Werte hat, super ästhetische Bilder und ganz wichtig, er liest. Und das Coole ist, dass er seine Buchtipps in seinen Story-Highlights festhält. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir jetzt zur Aufgabe, alle seine Buchtipps, die er dort festgehalten hat, zu lesen. Und ich weiß noch nicht, wie lange das Ganze dauern wird. Ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Vielleicht dauert es ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht auch länger. Ihr seid aber auf jeden Fall herzlich eingeladen, da mitzulesen und diese Challenge für euch auch mitzumachen. Ich bin einfach super gespannt, was diese Bücher in mir auslösen werden, ob ich da mit ihm übereinstimme oder ob ich total anderer Meinung bin. Und finde es einfach super spannend, was für Literatur jemand konsumiert, der mich inspiriert. Und ich nehme euch natürlich bei allem mit und lasse euch an meiner Erfahrung und meiner Meinung dann teilhaben. Es gibt ja bereits auch diese Rory Gilmore Challenge und ich rufe jetzt hiermit die Yannick Schümann Challenge ins Leben. So, und als erstes verschaffen wir uns mal zusammen einen Überblick über seine ganzen Buchempfehlungen. Es wird natürlich immer so sein, dass noch Bücher hinzukommen werden, weil er hört ja jetzt nicht auf zu lesen. Also die Liste wird dann immer auch aktualisiert. Ich werde die in der Infobox einfach euch komplett reinschreiben, dass ihr auch da so eine kleine Übersicht habt. Hier, das ist er übrigens, das ist der Yannick Schümann, den habt ihr bestimmt schon gesehen. Und ja, gehen wir mal rein. Oh, das fängt schon mal gut an. Ich habe von der Autorin bereits Normale Menschen gelesen und das gefiel mir wirklich sehr gut. Und deshalb bin ich da echt gespannt und nicht abgeneigt, dieses Buch hier zu konsumieren. Julie C. über Menschen, genauso eine Autorin, die ich selber gerne lese. Also bisher der Buchgeschmack tipptopp. Dann haben wir Ministerium der Träume. Auch das steht auf meiner Wunschliste. Das soll richtig toll sein. Ich weiß jetzt nicht genau, um was es geht. Ich glaube, es geht um eine Art toxische Beziehung. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Also alles ohne Gewähr. Brüder. Okay, das ist ein Buch. Das habe ich aussortiert. Aber dann muss ich es mir vielleicht nochmal zulegen. Das hatte ich jetzt eigentlich, ja, da dachte ich, das ist so überhaupt nicht mein Thema. Aber gut, kriege ich schon hin. Ah, Benedict Wells, das ist auf jeden Fall ein Autor, den ich noch unbedingt belesen möchte. Aber ich hätte mit einem anderen Buch angefangen, aber ich glaube, das ist nicht weiter wild. Ich hätte angefangen mit Vom Ende der Einsamkeit. Aber ich habe auch hier drüber schon viel Gutes gehört, also bin ich auf jeden Fall offen und gespannt. Caroline Ehmke, da habe ich hier Gegen den Hass und ja, habe das leider noch nicht gelesen. Das hatte ich damals auf dem Jakobsweg mit und habe das dann aussortieren müssen wegen der Last. Also ich hatte einfach zu viel Traglast und habe das dann irgendwann unterwegs aussortiert und mir aber schon wieder mittlerweile neu beschafft. Und ja, das werde ich dann auf jeden Fall auch lesen, also Wie wir begehren, aber auch Gegen den Hass. Also da bin ich auch nicht abgeneigt. Ich merke schon, wir sind auf jeden Fall auch literarisch auf einer Wellenlänge. Clara und die Sonne, ja, das ist ein unbedingt, unbedingt, unbedingt Buch. Also das möchte ich unbedingt lesen. Wut ist ein Geschenk. Genau, da bin ich auch gespannt. Steht auch auf meiner Wunschliste. Das gibt's noch nicht. Das steht auch auf meiner Wunschliste. Es soll, glaube ich, so ein ja, feministisches Buch sein. Das habe ich auch schon hier, aber auf Deutsch. Das ist der Gesang der Flusskrebse. Da bin ich auch gespannt, auch auf die Verfilmung. 5 Leben lang. Noch nie was davon gehört, müsste ich mich noch zu belesen. Steht auch auf meiner Wunschliste. Also glücklicher könnte ich schon mal nicht sein. Ah, okay, nochmal Benedict Wells. Ah, wieder nicht Vom Ende der Einsamkeit. Vielleicht kommt es noch. John Boyne, da habe ich
der Junge auf dem Berg gelesen und der Junge im gestreiften Pyjama. Aber das hier kenne ich noch nicht. Auch voll Bock drauf. Peter Pan. Ja, noch nie im Original gelesen, nur geguckt. Aber auch, ich glaube, die Disney-Variante ist auch so ein bisschen abgewandelt. Ja, bin ich auch gespannt. Momente der Klarheit. Ein Trennungsbuch mit Sätzen zum Verlieben. Aha, okay. Also, ich bin jetzt gerade nicht in Trennungsstimmung, aber ich, ja, lass mich mal drauf ein. Die Mitternachtsbibliothek, ich glaube, das ist so ein easy read. Da weiß ich, also das steht auch auf meiner Wunschliste. Das wollte ich unbedingt mal so zwischendurch wegsnacken. Da geht es um eine Frau, die die Möglichkeit hat, verschiedene Varianten ihres Lebens auszuprobieren. Ich glaube, so war das. Ah ja, das gibt es auch auf Deutsch. Das möchte ich auch lesen. Steht auch auf meiner Wunschliste, aber ich weiß jetzt gerade nicht den genauen Titel. Oh, Der große Sommer. Das habe ich schon gelesen. Das erste Buch, was ich hier schon gelesen habe. Da werde ich euch die Rezension verlinken. Irgendwo hier auf dem Bildschirm und auch unten in der Infobox. Hat mir sehr gefallen. War wirklich eines meiner liebsten Sommerbücher. Vom Aufstehen. Ja, das habe ich auch gesehen im literarischen Quartett, meine ich. Und ist auch auf meiner Wunschliste. Ich weiß aber absolut gar nichts mehr davon. Also da bin ich gespannt. Also bisher bin ich nicht bei einem Buch komplett abgeneigt, außer vielleicht Brüder. Da gibt es auch einen deutschen Titel. Das gibt es auch schon auf Deutsch. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der jetzt gerade heißt. Aber ja, ihr werdet es ja dann sehen. Aber da habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, das ist auch so ein Coming-of-Age-Buch oder so. Wo der Wolf lauert, das kenne ich nicht. Kein und Aber. Nee, noch nie gesehen und ich weiß auch nicht, worum es da geht. Ah ja, damit hätte ich dann wahrscheinlich fast alle Romane zusammen von ihr. Ja, freue ich mich drauf, weil ich mag einfach ihren Schreibstil. Also bei normalen Menschen hat es sich sehr authentisch angefühlt und ich mochte auch die Dialoge. Das war ja sehr greifbar alles. Auch was auf meiner Wunschliste steht, natürlich. Ich glaube, da gibt es 3 Bücher in der Reihe von Tove Ditlevsen. Also da bin ich auch sehr gespannt. Der Report der Markt, da weiß ich auch mal den deutschen Titel. Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe die Verfilmung, also die Serie gesehen und bin jemand, der das voll feiert. Also ich fand das richtig krass und großartig. Habe ich voll Bock, da nochmal in die Tiefe zu gehen und einzutauchen in diese Welt. Das hat gesessen, aber es ist auch echt hart. Also, Giovanni's Room, Giovanni's Zimmer auf Deutsch, will ich auch unbedingt noch lesen. Und damit wird das gar nicht mehr so lange dauern, da freue ich mich drauf. Ah ja, da habe ich die Serie gesehen und fand ich richtig gut. Hat mir sehr gefallen. Ja, mal gucken, ob ich das Buch dazu jetzt noch brauche. Wenn es von euch jemand gelesen hat, kommen da noch Details dazu oder ist das sehr nah an der Serie angelehnt? Weil dann, glaube ich, dann skippe ich das Buch. Alias Grace, ja, nochmal Margaret Atwood. Das Gute ist, ich habe das Buch bereits hier. Ja, freue ich mich drauf. Daheim von Judith Herrmann. Ja, möchte ich auch unbedingt lesen. Steht auch auf meiner Wunschliste. Oh, Nachtleben. Das habe ich schon gelesen. Das fand ich richtig toll. Sabine Tambrea hat das geschrieben. Auch ein Schauspieler. Und das hatte so eine tolle Sprache. Und das ist eine ganz außergewöhnliche Liebesgeschichte. Ich fand die sehr komplex. Also es ist auch nichts einfach zum Wegsnacken, obwohl es so wenig Seiten hat. Weil das mit mehreren Zeitebenen irgendwie spielt. Also lest das unbedingt. Ich hinterlasse euch mal hier irgendwo die Rezension. Okay, das kenne ich nicht. Das wiederum steht auf meiner Wunschliste. Offene See. Ich nehme an, der Titel ist Programm. Reimt sich. Oh, und das weiß ich auch nicht. Das kenne ich auch nicht. Das ist endlich noch nicht angekommen. Da weiß ich jetzt auch gar nicht vom Titel her, worum es geht.
Oh ja, ich habe ja ein wenig Leben gelesen und geliebt und bin natürlich sehr gespannt, wie mir das gefallen wird, ob mich das genauso abholt auch. Queer, Jochen Schropp. Ja, ich glaube, das ist super unterhaltsam. Das kann man auch mal schnell wegsnacken. Steht jetzt nicht auf meiner Wunschliste, aber ja, lasse ich mich drauf ein. Ja, na klar, das hat er natürlich auch gelesen. Wie kann es anders sein? Ein sehr tolles Buch. Ich habe es auch schon gelesen und geliebt und es gibt bereits eine Rezension dazu. Die werde ich euch verlinken. Da halte ich mich an der Stelle hier kurz, aber wirklich großartig, sehr bereichernd, sehr literarisch. Wow. Djinns. Ah ja, das wollte ich auch unbedingt lesen, weil ich so viel Gutes davon gehört habe. Also, da bin ich auch sehr gespannt. Oh, so viele gute Bücher dabei. Das wiederum kenne ich nicht, gar nicht, noch nie gesehen. Keine Ahnung, sieht so ein bisschen krimimäßig aus. Ist ja nicht so meins, aber ja, mal sehen. Vielleicht ist es das auch gar nicht. Young Mango, das wurde gerade übersetzt. Also perfektes Timing. Dann kann ich das auf Deutsch lesen. Und ich will es auch unbedingt lesen. Ich bin da richtig gespannt auf die Story. Oh, ich bin Circe. Toll. Das ist auch so ein Buch, was ich gerne im Sommer lesen würde. Von daher passt es da gerade, dieses Ambiente, in dem sich Yannick da befindet. Also ich. Es ist, glaube ich, so eine unterhaltsame Adaption der griechischen Mythologie und es geht da halt um Circe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für eine Figur das war, die Circe. Die hatten wir jetzt nicht im Unterricht. Aber ich meine auch, dass es so ein bisschen New Adult Einschlag hat. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist was sehr Unterhaltsames. Da habe ich schon sehr Bock drauf. Ich glaube, das wird diesen Sommer gelesen. Die Diplomatin von Lucy Fricke. Ich habe Töchter gelesen. Fand ich ganz gut. Aber ich hatte auch so ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Aber die Diplomatin klingt auf jeden Fall sehr spannend auch. Oh, wie passend steht da. Na, mal gucken. Mal gucken, wie es mir gefällt. Kenne ich nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, es sieht wie Fantasy aus und Jugendbuch, aber keine Ahnung. Also wenn ihr mehr wisst, gerne her damit. Ach, das achte Leben, das wollte ich eigentlich schon lesen, als die Monatslese das gelesen hat, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Von Nino Haratischvili, ja, das will ich unbedingt noch lesen. Steht auch auf der Wunschliste. Das wirkliche Leben habe ich gelesen und geliebt. Da lasse ich euch auch mal. Ja, das Video dazu, das war wirklich, boah, ganz tolles Buch, ein Coming-of-Age-Buch mit Wucht. Animal. Nee, das sagt mir nix. Mir sagen aber die drei Frauen was. Ja, sieht aber cool aus, geiles Cover. Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, kenne ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, aber kann ich mir auf jeden Fall was drunter vorstellen. Kenne ich auch nicht. Okay, jetzt kommen die ganzen Bücher wahrscheinlich, die ich nicht kenne. Hund, Wolf, Schakal. Auch überhaupt keine Ahnung, um was es da gehen könnte. Okay, so ein bisschen Gangster-Männermäßig sieht es da gerade aus auf dem Cover, aber naja, das kann ich auch völlig fehlinterpretieren. Vielleicht ist es auch was über Rassismus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Hier geht es, glaube ich, wirklich um Rassismus. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Bin ich auch super gespannt. Steht zwar nicht auf meiner Wunschliste, aber ja, tue ich mir an. Jetzt kommt noch das Letzte. Was vom Tage übrig blieb, Kazuo Ishiguro. Okay, ich glaube aber, dann würde ich eher mit Clara und die Sonne starten, weil mich das mehr, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ist es auch einfach das Cover, zieht mich mehr zu dem anderen. Ja, damit haben wir jetzt mal so eine kleine Übersicht. Ich habe mich jetzt entschieden, mit welchen Büchern ich anfange. Und ich habe es mir ganz leicht gemacht. Ich habe einfach die Bücher genommen, die hier schon rumfliegen bei mir. Das macht einfach am meisten Sinn. Ich starte mit dem. Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens, weil ich gerade irgendwie Bock habe auf so ein Easy Read und ich mir das damit erhoffe.
Also ich glaube, das ist sowas, so eine Liebesgeschichte, aber hat so ein bisschen ernsteren Ton vielleicht. Also dass so ein Mädchen, das irgendwie zurückgelassen wurde von ihrer Familie und die im Marschland lebt und dort groß wird und ach, dann passiert irgendwie ein Mord und dann kommt noch so ein Krimi-Element mit rein. Also ich glaube, das ist was eher Unterhaltsames. Mal gucken. Vielleicht gibt es noch so schöne Naturbeschreibungen. Und ich bin natürlich auch voll neugierig, wie das Ganze verfilmt wurde. Deshalb starte ich schon mal damit. Das nächste hat mir mein Freund zu Weihnachten geschenkt. Und das Cover ist einfach, das zieht mich so an. Das ist Clara und die Sonne von Katsuo Ishiguro. Habe ich hier auch schon rumfliegen. Und ja, da bin ich einfach sehr gespannt. Da geht es, glaube ich, um eine Freundschaft zwischen einem Menschen und einem Roboter. Mehr weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie dieses Thema künstliche Intelligenz, das hat mich irgendwie total schnell immer. Und dann, obwohl eigentlich, naja, das wird sonst viel zu lang. Ich glaube, die werde ich noch in diesem Video unterbringen. Aber das, was ich euch jetzt noch hochhalte, das ist dann ein kleiner Teaser für das nächste Video, also ein kleiner Vorgeschmack. Und zwar Alias Grace von Margaret Atwood. Da geht es um so ein Dienstmädchen, das seine AuftraggeberInnen umgebracht hat. Und dann kommt aber, glaube ich, nach und nach raus, dass sie halt zu Unrecht verhaftet wurde. Also, dass sie unschuldig im Gefängnis sitzt. Irgendwie so. Aber wie gesagt, das dann im nächsten Video. Jetzt werde ich mir die zwei vornehmen. Für euch dann quasi bis gleich. Und bei mir werden dann schon ein paar Tage vergangen sein. Hallo zurück. Mittlerweile habe ich beide Bücher durch. Hier liegen sie. Und ich starte mit dem Der Gesang der Flusskrebse von Dahlia Owens. Das war so ein Buch, was meine Erwartungen genau getroffen hat. Das war wirklich so eine unterhaltende Geschichte, eine Mischung aus Liebesgeschichte und Krimi. Kaya ist unsere Protagonistin. Die ist bei allen nur bekannt als das Marschmädchen, weil sie eben in der Marsch lebt. Das ist so ein Landschaftstyp in der Nähe von Wasser, eher so ein Sumpfgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Und da wächst sie halt auf. Sie wurde von ihrer Familie im Stich gelassen, ganz auf sich allein gestellt als Kind. Und ja, die einzige Verbündete war die Natur für Kaya, in die sie sich auch geflüchtet hat. Das erleben wir so ein bisschen mit, wie sie aufwächst und dann die ersten Begegnungen mit jungen Männern, denen sie dann auch ihr Herz öffnet, was dann aber irgendwann fatale Folgen hat. Das ist der eine Erzählstrang, der die Vergangenheit so ein bisschen von hinten aufrollt. Und dann gibt es den Erzählstrang in der Zukunft. Und dort wird eine Leiche in der Marsch gefunden. Und natürlich geben fast alle Kaya die Schuld. Und ob sie damit recht haben, das müsst ihr natürlich selber herausfinden. Ich muss gestehen, dass ich die Geschichte nicht immer so super realistisch fand. Und es hatte auch so seine verkitschten Stellen. Aber ich bin auch jemand, der Kitsch sehr gerne mag, in Maßen. Habe mir dann auch die Verfilmung gegönnt und die ist wirklich sehr nah am Buch. Also es reicht eigentlich, wenn ihr euch eines davon reinzieht. Ich sag mal so, es wird jetzt kein Jahreshighlight werden, aber ich habe mich wirklich prächtig unterhalten gefühlt, hatte ganz tolle Lesestunden. Es gab wirklich schöne Naturbeschreibungen, die waren auch sehr anschaulich. Es gab ein bisschen Liebe, ein bisschen Action, ein bisschen Kitsch, aber ich fand genau die richtige Prise Kitsch. Es ist halt wirklich so ein Unterhaltungsroman. Ich fand das Ende auch stark und die Frage, die da aufgeworfen wurde, die ich natürlich jetzt nicht weiter erläutern kann, leider. Aber das hat dem Ganzen auch so ein bisschen Tiefe gegeben. Und deshalb fand ich, im Großen und Ganzen hat sich das Buch auf jeden Fall gelohnt. Baustellenlärm on fleek. Ich weiß nicht, wie lange diese Baustelle noch
dauern wird. Aber ja, ihr müsst euch damit abfinden und ich auch. Und jetzt noch zu Clara und die Sonne von Katsuo Ishiguro. Ich habe ja schon angedeutet, dass das Thema künstliche Intelligenz was ist, was mich immer catcht irgendwie. Das weiß nicht, das ist sowas, was halt schon gar nichts mehr ist, was irgendwie in der Zukunft liegt. Wir haben das erschreckenderweise schon sehr krass in unser Alltag integriert und ich persönlich vergesse manchmal, das zu hinterfragen und finde es immer wieder cool, wenn ich da so kleine Denkanstöße bekomme. Hier geht es um eine ganz besondere künstliche Intelligenz, nämlich Clara. Clara ist ein Roboter mit einem ganz besonderen Zweck. Sie dient dazu, einem Kind eine Freundin zu sein und wurde dafür ganz besonders empathisch programmiert. Also es ist jetzt nicht nur so, dass sie Zugriff zu uneingeschränktem Wissen hat, sondern sie kann auch echte Emotionen abrufen und Erinnerungen abspeichern und halt die eigenständig bewerten. Wir befinden uns hier also in einer futuristischen Welt, in der das Normalste ist, eine künstliche Freundin zu haben, so nennen die sich. Und was ich besonders cool fand an der ganzen Geschichte ist, dass diese aus der Perspektive von Clara erzählt wird. Also aus der Perspektive eines Roboters. Und ich meine, wie geil ist das bitte? Wann steckt man mal im Kopf einer Maschine? Ich fand das schon einen richtig coolen Kniff. Clara nimmt die Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahr. So die Eigenheiten der Menschen auch und deren Verhalten und ja, wie sie einfach Dinge einordnet und sieht. Es macht einfach total Spaß, die Welt aus ihrer Perspektive zu entdecken. Die Handlung startet hier mit dem Aufenthalt im Laden, also zu dem Zeitpunkt, wo Clara noch nicht verkauft wurde. Und ja, da teilt sie so ihre Beobachtungen und dann irgendwann betritt das Kind Josie den Laden und wählt sie halt als ihre künstliche Freundin aus. Dann berichtet Clara darüber, wie es ist, in ihrem neuen Zuhause, also in Josies Zuhause, anzutreffen, sich da einzuleben. Und wir kriegen sehr schnell mit, dass mit Josie etwas nicht stimmt. Aber ich möchte gar nicht verraten, was genau, weil ich finde, dieses Buch ist wirklich dafür da, alles in Claras Geschwindigkeit mit zu entdecken. Und es passiert im Großen und Ganzen gar nicht so viel. Aber wenn was passiert, dann hat das immer eine Wucht und fand ich auch wirklich erschütternd und sind krasse Themen einfach, die da so aufploppen. Ich kann auch hier leider so viele Themen, die da drin stecken, gar nicht mit euch teilen, weil ich finde, das nimmt einfach zu viel von der Handlung vorweg. Aber ja, so ein paar Fragen, die aufploppen, sind natürlich, was macht uns Menschen noch aus im Zeitalter der Technologie? Sollte es Persönlichkeitsrechte für eine künstliche Intelligenz geben? Darf man sie für das eigene Wohl nutzen, wenn man ihres dafür opfert? So ethisch-moralische Fragen, die da halt im Raum stehen. Und dann gibt es auch noch so Themen wie Familie, Freundschaft, Krankheit, Endlichkeit. Und ja, auch die Sonne, die hat eine ganz besondere Bedeutung für Clara. Es ist nicht nur so, dass sie Solarenergie braucht, um sich fit zu fühlen. Es gibt auch noch so eine herausgehobene Bedeutung, was die Sonne angeht. Aber auch das müsst ihr einfach selber entdecken. Ich habe auch irgendwann angefangen, das Wort Sonne zu unterstreichen, weil das einfach so präsent hier drin war. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe. Weil mich hätte echt mal interessiert, wie oft das insgesamt vorkommt. Einfach so. Also ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von diesem Buch, von dieser Geschichte. Es gab für mich da einfach so viel zu entdecken und ich hatte so eine Freude daran, das alles aus Claras Perspektive zu erleben. Die hat sich ja wirklich auch Zeit gelassen für ihre Beobachtungen. Und das war eine ganz besondere Art, wie sie Sachen sieht und beschreibt, welche Worte sie benutzt. Da hat man gespürt, nein, das, so würden wir das nicht machen. Das war halt schon so, dass man
im Kopf einer Maschine gesteckt hat. Und das war auch manchmal so richtig poetisch und wunderschön, auch wenn das ganz einfache, klare Beobachtungen waren. Aber ich weiß nicht, es hat mich richtig verzaubert und mich hat es auch überhaupt nicht gestört, dass die Geschichte sich da so Zeit gelassen hat, bis so ein komplettes Bild sich verdichtet und bis man dann erstmal gescheckt hat, was da in dieser Family überhaupt abgeht. Ich bin einfach hin und weg. Ich freue mich jetzt schon auf das andere Buch von diesem Autor, was ich ja im Rahmen dieser Challenge noch lesen werde. Ich glaube, das ist wirklich so ein Autor, den ich jetzt komplett entdecken möchte für mich. Wow, also das, meine Damen und Herren, war definitiv schon mal ein Jahreshighlight. Ja, ich sag schon mal danke, Yannick. Ich freue mich, diese Challenge hier fortzuführen. Damit geht's dann weiter, aber mehr dazu im nächsten Video. Ich hoffe natürlich, dass euch meine Idee gefällt. Wie gesagt, ihr könnt da gerne mitmachen. Lasst mir gerne mal eure Gedanken dazu in den Kommentaren, auch zu den ganzen Büchern. Und dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch. Ich wünsche euch ganz bereichernde Lesestunden, ganz, ganz viele gute Bücher und ja, bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao.